Ja, anhand des Titels kann man schon ahnen, worum es geht. Donald Trump hat Corona. Und ich muss sagen, ich finde das wirklich widerlich, wie die Social-Media-Kanäle sich manchmal darüber freuen. Ich meine, man freut sich, dass jemand eine tödliche Krankheit hat. Das ist widerwärtig. Man wünscht ja auch den Leuten nicht, dass sie Krebs oder AIDS haben. Das ist ebenfalls widerwärtig und klar, er hat viele schlechte Entscheidungen getroffen und hat auch schlechte Dinge getan und gesagt, aber eben den Tod zu wünschen? Den Tod wünscht man eigentlich in der Regel nur seinen schlimmsten Feinden. Ich habe es sogar live mitbekommen. Letztens habe ich mit jemandem über das Thema geredet und der hat sich gefreut. Der hat gelacht. Das ist furchtbar. Man kann ihn hassen, man kann seine Politik hassen, man kann seine Art hassen, man kann die Person hassen, aber den Tod wünschen, das geht für mich zu weit. Das geht für mich zu weit. Den Tod wünscht man keinem. Das Leben ist ein sehr wertvolles Geschenk. Merkt euch das.